Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Spore. Und ja, genau, wir fahren ja in der letzten Woche, ne, waren wir hier, hier geht's ja direkt ab, meine Güte. Haben wir die Kreaturenphase weitergemacht und ich glaube, wir wollten, wir sehen ja hier so aus, ne, wir sehen ja hier noch so ein bisschen gefährlich aus hier. Wir wollten, glaube ich, uns weiter auf Kampf spezialisieren. Ne? Genau, wir sind ja jetzt hier noch im blauen Bereich. Wir sind aber schon fast hier mit der Kreaturenphase fertig, Leute. Das ist nicht mehr viel. Gut. Der singt da vor sich hin. Gut, dann würde ich sagen, paar dich mal mit dem. Na komm, lauf dahin, los. So, genau, am Anfang direkt mal hier so eine kleine Paarung. Stimmt, wir waren ja in einem neuen Nest hier angekommen damals, ne, genau. In der letzten Folge haben wir ja das Alien-Schiff gesehen, das war so krass, Leute. Und jetzt hier, das war ein Plock, ein Riesenei, Leute. Okay, wow, schaut mal, wie viele neue Items wir hier haben. Das ist doch mal mega nice, was wir hier haben. Schaut mal, wir haben auf jeden Fall bessere Flügel. Die mache ich gleich auch direkt dran. Allerdings, wir brauchen ja noch die ein oder andere Waffe. Spucken 5. Das sieht doch gut aus. Soll ich das machen? Ja, es geht direkt los hier, ohne lange rumlabern. Das sieht jetzt zwar aus wie so ein paar... Ihr wisst schon was, aber das ist okay, so denke ich mal. Okay, Leute. Füße haben wir leider immer noch keine. Rammenstufe 2 haben wir schon, Leute. Wir haben sogar Rammenstufe 3. Schlagen 4, das nehmen wir auf jeden Fall, Leute. Das sieht wahnsinnig gefährlich aus, Leute. Das sieht saugefährlich aus. Okay. Und was haben wir jetzt hier noch? Schlagen 4, Rammen 3, ja gut. Ich glaube, oh, hier gibt es noch ein paar Augen. Hier so ein Strauge. Das sieht doch interessant aus, das mache ich mal. Los, mach mal das Strauge dran hier so. Ja, das sieht jetzt echt wie so ein Reptil aus hier schon fast. Ne? Es ist krass, wie schnell sich sowas verändern kann und... Sollen wir dem hier so eine Fledermausflügel oben dran machen? Nee, lieber nicht, Leute. So ein Öhrchen hier? Nee, das ist kein Shrek hier. Und ja, genau, ich wollte ja beim letzten Mal auch die Beine noch ein bisschen größer machen, ne? Weil das ein bisschen... Ach du Scheiße. Weil das ein bisschen, ja, schmächtig aussah mit den Beinen, ne? Jo, dann mach hier nochmal... Oh. Oh, ja, das sieht schon heftiger aus jetzt. Gut, dann lassen wir den jetzt mal komplett aufrecht gehen, würde ich mal sagen. Und machen den nochmal ein bisschen größer, so. Wirbelsäule noch ein Ding länger. Und ja, jetzt passt das doch, oder? Das sieht sau mächtig aus jetzt, das Ding, wirklich, Leute. Das hier noch ein bisschen runter, die Brüste noch mal ein bisschen runter. Die Augen kann man die drehen, die Augen kann man drehen sogar. Dann mach die mal so. Sieht echt brutal aus, Leute, wirklich. Sieht echt brutal aus. Gibt's hier irgendwas Füßemäßiges? Schleichen, springen? Ich würde gerne auf Stufe 2 sprinten, Stufe 2. Ja, dann nehmen wir den doch. Genau, Leute. Und haben wir hier noch die 150. Das reicht, Leute. Sehr schön. Wir haben jetzt hier... Wir können die besseren Flügel dran machen, Leute. Schaut euch mal die Dinger an. Die sind doch geil, die Flügel, Leute. Aber ein bisschen nach hinten noch. So vielleicht. Genau, so passt das doch. Boah, der sieht jetzt schon ganz... Der sieht jetzt schon ganz anders aus hier. Bisschen gefährlicher muss der aussehen hier. Das sieht doch schon echt heftig aus. So, gut, Leute, dann würde ich sagen, haben wir alles ausgegeben hier.
haben hier einige Fähigkeiten wirklich auf Max-Level. Also Max-Level ist hier 5. Wir können fliegen. Und jo. Dann würde ich mal sagen, jo, kreieren wir eine neue Generation. Jo Leute, freue mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Spore. Ja, macht mir sehr viel Spaß, das Spiel. Die Folge wird auch wieder 45 Minuten lang sein. Ach du Kacke. Um Gottes Willen, was macht der denn direkt? Oh nein, Leute. Nein, nein, nein. Geh weg, 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 weg von dir, von der Riesenkreatur. Weg da. Ach du Heilige. Eine epische Schnickkreatur. Ach du meine Güte. Hör auf, den anzuspucken. Seid ihr bescheuert? Leute, ihr seid mit einem Schlag kaputt. Ah, nein, Leute. Nein. Geh weg. Geh weg, du blöder... Ach, verdammt. Warum habt ihr den nur angespuckt, Leute? Ihr seid doch so blöd. Nicht anspucken. Ja, lass den mal hier ein bisschen schreien. Den holen wir uns. Lass uns schnell abhauen hier, los. Ich weiß, das ist ein bisschen assig, aber ich habe einfach Schiss vor dieser Riesenkreatur. Okay, Leute. Gut, sammeln wir jetzt hier noch direkt mal noch so ein paar Körperteile auf. Genau, wir können jetzt schleichen, können wir nicht, ne? Ne, wir können ja aber sprinten, Stufe 2. Schneller sprinten, Leute. Wieder unten. Die sind sowieso aggressiv, okay. Was sind denn das für welche? Chuck. Okay, Leute. Gut, dann würde ich sagen, ramm die mal. Los. Und los geht's. Zack, zack. Und schlagen und spucken und alles mögliche, Leute. So, da ist noch... Moment, ruf mal die Herde erstmal. Ich weiß, das fällt mir früh ein, aber es ist so. Da. Riesenfliege. Jo, Leute. Haben wir jetzt ein paar Fliegen hier. Auch nicht schlecht. Na, wo sind denn die... Da, der fletscht uns hier schon an. Das gehört sich aber gar nicht, mein Freund. So, da bist du schneller tot, als du gucken kannst. Da unten ist noch einer von denen, ne? Ein Baby-Chuck, ja, ja. Okay, dann rammen wir den. Los. Und zack, und weg ist er. Ja. Leute. Ah, schaut mal, wie wir jetzt fliegen können. Hey. Richtig gut. Ja, das, die, hier gibt es irgendwie keine mehr, ne? Das ist irgendwie ein bisschen doof jetzt gerade, aber... Moment, wo sind hier noch? Da! Shukarti, Leute. Shukarti, dann wollte ich mal sagen, flieg mal dahin und ramm den mal direkt und zack und schlagen und spucken und alles mögliche. So, dann. Spuck mal da drauf und rammen. Zack. Und hier kaputt machen. So, Leute. Ja, wir haben unsere finale Stufe erreicht. Papa. Und zack. Ja. Sehr, sehr geil, Leute. Wir haben es geschafft. Glückwunsch, dein Gehirn ist nun voll entwickelt und platzt schon fast aus den Nähten. Bereite dich auf die Weiterentwicklung zur Stammesphase vor. Genau, Leute. Die nächste Phase hier ist die Stammesphase. Genau, in Stammesphase eintreten. Du musst noch einmal einen Design und Aussehen für alle Zeit festzulegen. Es ist deine letzte Gelegenheit, Arme hinzuzufügen. Das kann beim Umgang mit Werkzeugen recht hilfreich sein. Krass, Leute. Ja, gut, dann hier, komm. Mach mal noch den Alpha-Tier kaputt. Ich würde nämlich ganz gerne... Oh. Schau mal, wie viele Hitpoints wir haben, Leute. 100 plus. 100 plus Hitpoints. Ich möchte nämlich noch ein paar Körperteile sammeln hier. Und die neuen Rassen, jetzt hier kaputt zu machen oder so, ist eigentlich jetzt sinnlos. Ja? Wir sind nämlich fast genau in der Mitte, Leute. Schaut mal. Evolutionär. Schließe die Kreaturenphase ab. Wir sind genau in der Mitte, Leute.
Oh nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte noch ein paar Dings sammeln. Noch ein paar Körperteile, aber gut, Leute. Dann nehmen wir das, was wir haben. So, das ist ja auch schon einiges. Ja, das war jetzt ein kleiner Fail. So, ich mache erstmal alles ab. So. Weil wir machen jetzt das Aussehen ein für alle Mal. Das heißt, wie riesig das ist, ey Leute. Das ist so krass. Mach mal hier und dann mach mal hier runter. Oder mach mal so, mach mal alles zu und hier alles wieder runter, so gerade genau. das sieht bescheuert aus, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt eine komplett neue Kreatur. Ja, auf jeden Fall braucht das neue Ding erstmal einen Kopf, ne, der so leicht geneigt ist. Am besten einen größeren Kopf. So, dann hier noch so ein Hals irgendwie, ne? Ja, wir machen hier direkt weiter, wie ihr merkt. Also, kein großes Abwarten in der Kreaturenphase. Wo ich eigentlich noch länger machen wollte, aber ich glaube, jetzt habe ich... Dadurch, dass ich das da gedrückt habe, habe ich es mir selber verkackt. Und, ja, ich sollte nicht so schnell drücken. So, haben wir doch jetzt hier schon mal ein Köpfchen hier oben. Dann würde ich mal sagen, da wir jetzt ein bisschen zivilisierter vorangehen und hier nichts mehr auf Beißen und sowas gehen, würde ich mal sagen, machen wir mal hier sowas hier. Und machen das mal ein bisschen da rein. So, das sieht sehr interessant aus, Leute. Ach, was süß. Ja, genau. So, welche Augen nehmen wir denn hier? Saurium? Ne, die sehen mir alle zu komisch aus. Nee, nee, wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, böser Blick. Das sieht doch geil aus. Böser Blick, Leute. So, und am besten nicht so schielen. Hört sich irgendwie wie ein Affe an jetzt, ne? Okay. Gibt es hier Nasen oder sowas? Nee, aber Ohren gibt es, ne? Hier gibt es ja so kleine Öhrchen. Genau, Leute, schaut euch den mal an. Schaut euch den mal an, der ist doch geil. Okay. Machen wir den Kopf noch mal ein bisschen größer, würde ich sagen. Machen wir den Kopf noch mal ein bisschen minimal größer hier. Hey. Ja, Leute, wir werden jetzt eine gewisse Zeit hier in dem Editor erstmal bleiben. Wie mache ich das denn jetzt hier größer? So, genau. Erstmal eine gewisse Zeit hier im Editor sein, um halt einfach eine schöne Kreatur hier hinzukriegen, ne? Genau, das sind diese Öhrchen hier. Oh, sehr cool. Ja, ich möchte mich jetzt nämlich ein bisschen zivilisieren. Allerdings gibt es hier keine Nasen. Das finde ich sehr schade. Oder? Kann man das nicht vielleicht so... Ah, schaut mal. Das können wir doch als Nase so nehmen. Ist doch geil. Okay, dann macht die aber ein bisschen größer. So. Das sieht bescheuert aus, Leute. Aber ja, es ist halt Spore, ne? Ah, ey, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus hier. Ach, mach mal die Farbe kurz anders. So, bemalen wir uns mal kurz. Ein bisschen... Ah, cool. Ein bisschen gelb machen vielleicht sogar. Nee, wir bleiben... Ich glaube, wir bleiben bei der Farbe grün. So. Alles klar. Jo, ne? Das ist toll, ne? Oh Mann. Okay, gut, dann haben wir hier noch Arme. Schauen wir doch mal, was für Arme wir dem geben können hier. So, haben wir jetzt hier... Die Arme passen sogar richtig gut zum Aussehen hier, ne? Mach die mal ein bisschen größer. So, dann würde ich sagen, mach dem noch mal ein paar Muskeln mehr hier. Der soll ja nicht so schmächtig sein, sondern der soll stark aussehen. So, Leute. Dann haben wir
wir hier unten noch so ein bisschen was. Genau. Jo. Da haben wir die Arme schon dran gemacht. Mach den mal. Was war das denn jetzt? Stopp. Ja, ich glaube, der darf eine Maximalgröße nicht überschreiten, ne? Wenn ich das so mache, dann verändert sich das. Leute, weil wie es im Moment aussieht, hat der sehr kurze Beine. Ich glaube, das waren die Beine. So Mini-Beine hier. Nee, der muss ein bisschen... Da muss ich... Oh, mach die nochmal weg. Da muss ich das dann nochmal ein bisschen anpassen. So, Leute. Genau, die Beine hier. So, Leute. Ah, das sieht doch schon nicht schlecht aus. Das sieht doch schon nicht schlecht aus. Allerdings müssten die Beine nochmal ein bisschen dicker werden hier. So, genau, genau, genau. So, Leute. Ja. Die sind immer noch ein bisschen klein eigentlich, ne? Aber sollte so passen, ja. Sollte so passen. Ja, wobei, der hat einen Riesenkopf, sehe ich gerade. Der hat einen Riesenkopf, ne? So, dann macht ihr mal ein bisschen so den Kopf. Und ein bisschen schlanker. Dass er keinen Dickschädel da hat. So, Leute, dann haben wir doch erstmal die Körperproportionen hier geschafft. Der geht ein bisschen... Oder? Nee, der ist aufrecht. Der ist aufrecht, Leute. Gut, dann haben wir jetzt hier noch unsere Hände. Ja, Hände haben wir jetzt natürlich nicht viele, ne? Das ist blöd gelaufen. Eigentlich wollte ich noch mehr sammeln hier. Palmstalker. Nimm mal den. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Ach du Kacke. Kann man die nicht ein bisschen größer machen? Nee, nicht so. Kann man die nicht ein bisschen größer machen, die Füße? Ja, doch, kann man. Dann machen wir das hier halt ein bisschen kleiner. So, Leute, genau. Riesenfüße hier, ey, nee, komm. So passt das, genau. 4 Zehen. Okay. Ja, eine Hand. Weiß ich jetzt nicht, ne? Also eine Hand bleibt eigentlich nur das hier übrig. Ja, eigentlich wollte ich ja... Moment, die Fähigkeiten sind ja jetzt egal, ne? Schleichenstufe 2. Eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen mehr Körperteile sammeln hier, aber... Okay, die Ohren, die muss ich nochmal ein bisschen... Die Augen zumindest und die... Nee, die Ohren, die passen so. Haben wir hier noch... Stimmt, wir können dem ja noch Flügel geben, Leute. Das mache ich auch, weil Flügel sind immer gut. Das sind so Vogelflügel hier. Genau, Leute. Ja, würde ich sagen, packen wir dem die mal hier hin. Und... Der geht ein bisschen sehr aufrecht, ne? Also, dann lass den mal ein bisschen... Ein bisschen so... So gehen, genau. Okay. Ich weiß, das sieht ein bisschen ungesund aus, aber... Ja, der Kopf ist noch zu dick. Moment, der Kopf ist noch zu dick. So. Mach mal hier, hier, hier und hier. Einfach mal ein bisschen kleiner. So passt das doch, Leute. Da so kleine Flügelchen hinten dran. Haare. Schaut mal, wir können dem Haare verpassen. Das mache ich doch direkt mal. Cool, Leute. Schaut mal, der hat jetzt hier so Haare oben drauf. Richtig geil. Oh. Hey, cool. Der sieht witzig aus. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, jo, können wir den mal so lassen, ne? Schade, dass ich keine Hände mehr bekommen habe und keine Füße, aber gut. Es gibt kein perfektes Ergebnis hier. So, Moment. Kann man... Die Beine, die sollte man...
so noch ein bisschen nach vorne machen. Genau, Leute. Was sagt ihr dazu? Sieht doch gut aus. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter hier. Okay. Cutscene, Leute. Oh yeah. Okay. Jo. Okay. Okay. Auch nicht schlecht. Yeah, Leute. Oh ja. Glückwunsch, du stehst nun kurz vor der Stammesphase. Wir haben das Feuer erfunden, Leute. Sehr schön. Wir machen jetzt die Stammesphase durch, Leute. Das wird auch ein sehr, 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 sehr geiler Teil vom Spiel. Werde ich euch gleich erklären. Animationen werden poliert. Esel. Okay. Eine Grille war das? Oh yeah, Leute, schaut mal. Geil. Ja, so schnell geht's. Cool. Mit einem Dach über dem Kopf und der Herrschaft über das Feuer betrittst du das Zeitalter der Werkzeuge und Trommelrhythmen. Aber Vorsicht, bald werden überall auf dem Planeten andere Stämme entstehen. Sei vorsichtig. Du befehlst jetzt einen aufstrebenden Stamm mit 3 Mitgliedern. Du kannst einzelne Mitglieder oder eine Gruppe auswählen, die deine Anweisungen ausführen. Interagiere mit anderen Stämmen, um deine Fortschrittsanzeige zu füllen. Sehen wir uns das mal an. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Gehe Bündnisse mit anderen Stämmen ein oder erobere sie, um deinen eigenen Stamm voranzubringen. Genau, Leute. Diese Ziele helfen dir, die Stammesphase zu überstehen. Hier, besuche den Stammesplaner, um dein Outfit individuell zu gestalten. Cool, Leute, wir können uns outfitten. Deine erste Aufgabe besteht darin, deinen Stamm im neuen Stammesauszurüsten. Klicke auf deine Hütte. Cool, Leute, wir haben jetzt hier so eine Hütte, Froschidorf. Und, jo. Da sollen wir draufklicken, ne? Schaut mal hier, da liegt Essen und so, ne? Krass, cool. Genau, Leute, klicke auf das Hut-Symbol, um das Stammesmitglied-Menü einzublenden. Wähle ein Stammesmitglied aus und klicke auf den Button, Outfit bearbeiten, um den Stammesausstatter zu öffnen. Oh, das sieht cool aus, Leute. Jetzt können wir hier auch so Gebäude bauen hier. Das ist jetzt quasi hier so unsere Basis. Und wir können hier Gebäude bauen. Schaut mal, Holzhörner und Waffen. Genau, Instrumente und Waffen, Leute. Wurfspeere. Waffen sind klar, ne, wenn man andere platt machen will. Und die Instrumente sind quasi, wenn man sich mit anderen befreunden möchte. Genau, da mehr dazu später. Futter und Heilung. Genau, wir müssen nämlich Futter sammeln hier. Und ja, genau. Dafür sind die Angelspeere und die Sammelstücke. Da sind auch Gebäude, Leute. Gut. Klicken wir mal hier drauf. Stammesoutfit, Leute. Das wird cool jetzt. Jetzt können wir dem hier so Hüte anziehen und sowas. Richtig gut. So. Können wir auch hier so eine Maske verpassen. So eine Ayuba-Maske. Oh, das ist so cool, Leute. Dockarbeiter. Einen Hut braucht er erstmal nicht. Ich glaube, er braucht erstmal hier so eine Rüstung. Hier so eine, sowas zum Verteidigen hier. Oder so eine... ja, Pipi-Mann-Abdeckung. So, lass das erstmal so. Ich glaube, das passt so, ne? Ja, das passt so. Hm? Okay, Leute. Dann haben wir hier so Schulterklappen. Schaut euch das mal an.
Ach, Moment, nee, nee. Hier gibt's ja noch Fähigkeiten, ne? Genau, Leute, hier gibt's noch Fähigkeiten. Sozialkampf, Gesundheit, Sammeln. Genau, es kommt jetzt hier auf andere Sachen an, und zwar, ja, Sammeln und Kampf, wie wir es kennen. Sozial und Kampf, gibt es doch Gesundheit und Sammeln. Das heißt, wenn die Essen sammeln, gibt es dadurch mehr. Schickpack sammeln, Stufe 3. Ich glaube, das nehme ich mal. Das ist nämlich so ein kleiner Rucksack hier, schaut mal. Den packe ich genau hier zwischen die Flügel. Und dann sammeln die schneller ein, ja. Mach den nochmal ein bisschen größer. Oh, das sieht komisch aus mit den Flügeln da drin, aber ist okay, denke ich mal. So, dann haben wir hier jetzt Sozialstufe 1. Genau, Leute, wir wollen nämlich als erstes auf Sozial gehen. Wir machen das nämlich genauso wie in der Kreaturenphase. Dass wir zuerst auf die sozialen Fähigkeiten gehen. So, Leute, das sieht komisch aus, aber so, dann mach das mal ein bisschen größer. Ah, das passt doch schon hier. Schaut mal, wie die aussehen. Ja, genau. So passt das doch, mein Lieber. Ja, wobei, die könnte noch ein bisschen runter eigentlich, so. Aber da ist noch eine schöne Maske auf hier. Jo. Sieht doch gut aus. Was haben wir hier noch? Symbole. Nee, die brauche ich nicht. Dinger. Details. Oh, schaut mal. Wir können ihm hier so einen Schnurrbart verpassen. Ja. Weißt du was? Das mache ich mal. Hier, Schnurrbart. Hier, Ingolenzen. Geil, Leute. Richtig cool. Cool, da haben wir ja noch Ringe. Da kann man dem irgendwie so Ringe verpassen. Aber nee, Ringe ist irgendwie... Das ist doof. Nee, nee, das machen wir nicht. Der Schnurrbart, der reicht erstmal. Gut, Leute, wir haben Sammelstufe 3. Soziale Accessoires erhöhen deine Chance, eine Stimme durch soziale Interaktion zu beeindrucken. Genau, Sozialstufe 2, ich glaube, setzen wir dem noch einen Hut auf. Oh, Sozialstufe 3. Weißt du was? Setze nochmal so einen Hut auf hier. Cool, Leute. Aber Moment. Ist das jetzt nicht doppelt gemoppelt? Ach, ist egal, Leute. Wisst ihr was? Ich glaube, das passt soweit. Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier raus. Genau. Jawohl, Leute. Gut. Du kannst deine Kamera jetzt frei über die ganze Welt bewegen. Dadurch hast du einen besseren Überblick über einzelne Stammesmitglieder oder Gruppen, denen du Befehle erteilt hast. Machen wir mal einen Moment Pause und sehen uns die Grundlagen der Kamerasteuerung an. Ach so, ja gut, nee, aber was mit dem Kamera, das mit der Kamera, das kriege ich ja schon hin, ne? Oder so, ja, genau. Ja, ja, ist okay, Leute. Klicke auf der Übersichtskarte auf das Hüttensymbol. Ach so, hier, ja. Mhm. Auf ein Stammesmitglied. Klicke und ziehe ein Auswahldreieck. Cool, Leute. Das ist jetzt hier so was wir von Echtzeitstrategiespielen kennen. Die Grundlagen sind klar. Dann geht's jetzt los. Suchen wir was zu essen. Ah ja, Leute, schaut mal. Hier haben wir jetzt hier unseren Stamm. Das ist der Häuptling hier. Häuptling Hohmeis. Was ist das hier? Wollt ihr hier tanzen oder was? Oh, was ist das denn da? Da sind so... Ah, da sind noch so Kreaturen hier. Allerdings, Freunde. Wir müssen erstmal was zu essen sammeln, haben die hat der gesagt, ne? Wähle einen Stammesmitglied aus. Und dann... Ah, mit Rechtsklick. Ah, ich verstehe. Mit Rechtsklick, Leute. Gut, Leute, wir können hier... Können wir hier ein Baby hinzufügen. Schaut mal. Das ist so bescheuert, Leute. Hier, schaut mal, da ist ein Baby rausgekommen hier. Das ist geil. Hier, Baby, du da. Hallo. Babychen. Können wir noch eins machen? Genau, für die Babys, Leute. Das sind ja hier unsere Stammesmitglieder hier rechts. Wir können momentan 6 Mitglieder sein. Schaut mal.
Der dreht hier am Rad hier, das Baby. Und ja, jetzt haben wir quasi einen Überblick über unsere Welt. Von oben, Leute. Genau, wir müssen Essen einsammeln, um Babys ja, produzieren zu können. Und das braucht 10 Nahrung. Oh, schon. Kommt einfach so ein Ei rausgerollt. Okay, mach noch mal eins. Die Geräusche von den Babys, ey. Wilde Tiere wollen dein Futter stehlen. Aha, Leute. Dann kommst du mal bitte hier hin und bewach mal das Essen. Wilde Tiere wollen das Futter stehlen. Mhm, wo sind die wilden Tiere? Da ist das wilde Tier, okay. Dann gehst du mal bitte weg da, ja? So, lass unser Baby in Ruhe, Mensch. Da können wir mal sehen, wie die hier kämpfen. Mach den kaputt? Der wollte unser Essen klauen. Was wollte das denn? Der Stamm ist ver... Oh, Cutscene. Oh. Schaut mal. Jo. Da sind die nächsten Leute. Ein rivalisierender Stamm ist der Buger. Hat sich auf deinem Planeten entwickelt. Der Stammeshauptling ist der Anführer deines Stammes. Dein Stamm kann auch ohne seinen Anführer in die Schlacht ziehen. Allerdings ist er für soziale Interaktion mit anderen Stämmen unabdingbar. Darüber hinaus kann nur der Häuptling die Folgetalente deines Stammes einsetzen. Möchtest du ein Folgetalent einsetzen, wählst du nicht seinen Häuptling aus und klicke dann auf die gewünschte Fähigkeit. Genau, Leute, das hier ist der Häuptling, der mit dem riesen Stock da. Und ja, wir haben jetzt hier noch mehr... schau mal, das Baby. Boah, das ist ungesund, Leute, was ihr da macht, ganz ehrlich. Das ist ungesund. Gut, dann kommst du mal bitte hier mit hin. Und sammeln wir bitte Fische. Hier unten, guck. Oh. Mozilla. Nee, komm. Sammelt mal bitte Fische. Gibt's hier Fische irgendwo? Ja, hier gibt's leider keine Fische, Leute. Okay, schade. Gut, dann müsst ihr nochmal hier bleiben und Früchte sammeln. So, gibt's hier irgendeinen, der nichts tut? Genau, warte mal. Wie war das denn hier mit der Heilung? Genau, warte, Moment mal. Wir haben 6 von 6 Stammesmitgliedern. Die sind gelb. Okay, das ist schon mal gut. Das braune Dorf. Hier sind die anderen. Da hier. Da ist der Häuptling Nara von denen. Genau, Leute. Jede einzelne Kreatur hier... Die Lache, ey. Jede einzelne Kreatur hier hat hier einen Namen. Hier Homais. Das ist der Höffemannitz. Das ist der Psypern. Ihr macht nichts, ne? Sammelt mal mit Essen hier, Mensch. Was soll denn das? So, allerdings... Leute, wisst ihr was? Ich glaube, wir machen mal... Klickt mal hier drauf. Ich glaube, wir bauen mal unsere ersten Gebäude hier. Schaut mal hier. Wir können... Für Nahrung, die wir sammeln, können wir Gebäude aufbauen. Wurfspeere. Da würde ich sagen, machen wir das mal. Genau, Leute. Cool. Da haben wir jetzt hier unsere Wurfspeere und dann können wir jetzt unseren ganzen Stamm nehmen und die erstmal hier die Wurfspeere nehmen lassen. Schaut mal. Da kommen jetzt hier so krasse Speere bei raus. So, nehmt euch mal die Speere. Alle mal hier außer den Häuptling. Und... Was? Was redet ihr denn da? Okay. Die haben eine Vision, alles klar, Leute. Da wir jetzt Wurfspeere haben, würde ich sagen, machen wir mal Jagd hier auf diese... Nee, nicht auf... Auf diese Mugis hier. Jagd die mal, Leute. Wir brauchen nämlich auch Fleisch. Wir brauchen nicht nur Pflanzen, wir brauchen auch Fleisch. So, da sägt da zack. Die schmeißen die Speere hier. Und so, wenn die ein Tier kaputt machen, seht ihr, die tragen Fleisch davon. Richtig krass, Leute. Das ist Kannibalismus at its best. Beziehungsweise, ja. Eigentlich Neandertaler Jägertum. Ne? Gut, Leute. Erfordert größere Hütte. Wie kriegen wir denn eine größere Hütte? Beschenke oder beeindrucke einen anderen Stamm. Mhm. Okay.
Was macht ihr da? Ihr tanzt da wieder rum, oder was, ne? Geh du mal dahin und bewach mal das Essen. Die tanzen da wieder rum. Ihr seid bescheuert, Leute. Gut. Dann nehmen wir den ganzen Stamm. Ach, was war das denn hier? Ach. Was war das denn hier noch mit den Hühnern, ne? Stimmt, hier gab es auch noch Hühner. Moment. Stimmt, wir können Kreaturen... Können wir Essen geben? Stimmt, und dann legen die hier für uns Eier. Leute, Moment mal. Das probiere ich mal aus. Ja. Seht ihr das? Der bringt der Kreatur jetzt hier ein Essen. Der Hundeknochen. Ein Hundeknochen für einen Esel. Ja, okay, Leute. Dann, komm. Duck, duck, duck. Oh mein Gott, Leute. Das ist so, so herrlich. Du solltest jetzt uns gehören. Genau, Leute. Cool. Geil. Die Musik, Leute. Hä? Was? Hey, Moment. Was ist mit der Musik? Die Musik ist weg. Ich hab... Okay, der ist schon zu Hause. Gut. Dann wisst ihr was? Dann holt man noch einen davon. Ah, du hast bereits einen. Domestizieren nennt sich das hier. Hier so ein Mugi hätte ich eigentlich auch mal gerne. Aber ich glaube, die hauen ab, wenn die uns sehen, ne? Hier, komm, 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 bleib hier. Los, bleib hier. Bleib hier. Ess das, komm. Ess das. Das ist gut für dich. Hey, nicht so rumbrüllen da. Ess das, komm. Ess das. Hier, guck mal. Das ist Leckerli. Isst der das jetzt oder was macht der da? Nein. Was machen wir denn jetzt hier? Ah! Schaut mal den. Ja, Leute, genau. Du hast ein Mitglied der Mugi-Spezies domestiziert. Sehr schön. Hört man die Musik. Das ist so toll. Das ist so geil, Leute. Einfach so ein Haustier hier. Das ist so geil. Das ist geil. Ja. Das ist geil, ne? Ja, komm. Los. Auf mit dir in den Garten. Sehr schön. Oh, Leute. Wisst ihr was? Ich glaube hier, der eine, der hat Hunger hier. Du hast Hunger, das heißt, du musst was essen, Leute. Oder wisst ihr was? Gebt mal alle was essen. Das ist so eine richtig geile Phase. Stammesphase. Aber der Häuptling, der braucht nix. Nee, nee, der Häuptling, der braucht nix. Lass die Anna mal was essen. Guten Hunger. Der Häupt... Oh, Moment. Oh, das ist der Letzte. Nein, 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 geht immer da weg und lass mal den... Lass mal den hier vor. Der verhungert nämlich gleich. So. Der verhungert nämlich gleich. Und ihr anderen... Ihr geht mal hier hin und... Haben die schon Eier gelegt hier? Ja, das sind unsere Haustiere hier. Das sind unsere beiden Haustiere. Richtig cool, Leute. So, wir haben kein Essen mehr. Das heißt, ihr müsst mal... Ihr müsst am besten alle mal... Naja, außer der Häuptling, der bleibt mal da. Alle mal ein bisschen Essen sammeln hier. Was ist mit dem eigentlich? Naja, gut. Der hat auch wieder Hunger. Wir brauchen Essen, Leute. Wir brauchen was zu essen. Macht bitte schneller. Und ja, das ist so quasi jetzt die Stammesphase. Ne? Also wir sind quasi jetzt ein... Ja, ein Steinzeitstamm. Was macht ihr denn da? Hey! Was macht ihr denn da? Seid ihr bescheuert? Oh Mann, Leute. Typisch Steinzeitmenschen. Wirklich. Was ist das? Wow, 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 wow. Ein Fischer mehr. Okay. Gibt's hier Fische? Gibt's hier echt Fische?
Hier gibt's Fische, Leute. Sammelt mal Fische. Genau, Leute. Sammelt mal Fische. Stimmt, jetzt sind da unten nämlich auch... Genau, Leute. Genau, jetzt haben sie alle nämlich wieder keinen Hunger mehr. So, wir brauchen eine größere Hütte. Sagen die, ne? Wir kriegen eine größere Hütte, indem wir das Braundorf interagieren. Oh, was? Da ist noch eine Kuh, Leute. Okay, wisst ihr was? Häuptling, komm mal her, bitte. Nee, Quatsch, gar nicht wahr. Hier, du. Du kommst mal her, bitte. Was haben wir denn hier? Nix, okay. Ah, das ist nämlich gut, dass wir da die Flügel haben, weil da sind die echt schneller. So, dann. Dann holen wir bitte unser nächstes Haustier. Das ist nämlich so eine schöne Kuh hier. Die gibt schön viel Milch, glaube ich. Oder in diesem Fall Eier. Duck, duck, duck. Genau. Braves Küchchen. Genau, Leute. Und? Jawohl! Sehr schön. Da, 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 da. Komm her, los. Du gehörst mir. Richtig cool, Leute. Das ist so cool. Ja. Haben wir jetzt eine grüne Kuh. Hat doch was. Das ist so cool, Leute. Das ist so cool. Ja. Da seht ihr das jetzt hier? Unsere Haustiere haben hier ein paar Eier gelegt. Ihr kriegt Nachwuchs. Also nicht Nachwuchs. Ihr kriegt Gesellschaft, Leute. Na los. Bot, bot, bot. Sehr schön. Dann holst du direkt mal die Eier hier ab von denen. Na, die schlafen natürlich jetzt erstmal, ne? Ja, ja. Oh, schaut mal. Die Eier sind direkt hier zum Spiegelei gemacht worden. Krass. Ach ja, Leute. Stammesphase ist richtig cool. Schaut mal, wir müssen sogar auf ausgewogene Ernährung achten. Da haben wir jetzt hier die Früchte, den Fisch, ein paar Eier und am besten nehmen wir alle und jagt nochmal ein. Geht nochmal auf die Jagd. Haben wir hier irgendwas? Beinchen. Ja gut, komm, mach das. Jagt den mal. Los. Wo seid ihr überhaupt alle? Kommt mal erstmal hier hin. Was macht ihr überhaupt? Ja, ja, genau. Keine Ahnung, was du mir sagen willst, Freund, aber... Ach, die waren Fischen, stimmt. Ja gut, nee. Dann, jag mal hier diese Beinchen. Hier unten, am besten das Alpha, weil das bringt mehr, Leute. So, zack, 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 zack. Sehr gut. Dann holt euch das Essen, Leute. Wir brauchen ein bisschen Fleisch hier. So cool. Die haben jetzt ein bisschen, die haben jetzt Angst vor uns. Ja, ja. So. Habt ihr jetzt alle hier Fleisch? Nee, ihr beide nicht. Ja gut, weißt du was? Dann jagt mal weiter. Komm. Macht mal hier die. Und. Ja, der greift euch an. Los. Okay, weg damit. Sehr gut. Gut, dann holt euch die Beute. Sehr geil. So. Und zack. Und der andere auch hier? Macht der Auto? Ah nee, der... Keine Ahnung, was der macht. Geht mal wieder nach Hause hier los. So, genau. Fähigkeiten hier aber noch. Herr der Tiere. Fliegender Fisch. Meine Güte, ernsthaft? Die Uhr ist... Die Uhr geht schon an. Was? Was? Du meine Güte, Leute, die Folge ist vorbei. Wie traurig ist das denn? Ja, genau. Tanz, kleine Tanzparty hier. Das ist... Stammesphase ist so geil, Leute, wirklich. Gut. Dann würde ich sagen, trefft euch mal hier. Und ja. Genau, mit dieser Geräuschkulisse, Freunde, verabschiede ich mich jetzt hier von euch. Ich würde sagen, ich speichere das erstmal. Ja, Leute, die Folge ist schon vorbei, meine Güte. Das ging echt schnell. Jo, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und
Ja, in der nächsten Folge werden wir hier mal mit den Gelben interagieren. Mit dem Braundorf. Da würde ich sagen, freuen wir uns schon drauf. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und wo willst du hin? Bleib mal hier. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.